Arbeitskleidung und Schuhe hielt ich heimtückisch in allen Größen bereit. Mit noch leichtem Grappadons ging es sehr früh in den Wald. Jetzt war entscheidend, nach einigen Stunden Schuften und Schwitzen einen Halbsatz über den zu erwartenden Film, über die Figur, über die Rolle aufblitzen zu lassen. Am Abend, rechtschaffen müde, gab es wieder Wein und Grappa und ein Drehbuch lag in Griffweite. Aufgeschlagen durfte es noch nicht werden. Meistens reisten nach 3 bis 4 Tagen die Künstler unrasiert mit Knochen, Muskelschmerzen und kleinen Ungeschicklichkeitsverletzungen aus Italien ab. Nie verbittert, denn bei der Verabschiedung kam der Hinweis: Ich glaube, das wird ein guter Film. Über die Details können wir dann in Berlin oder wo auch immer sprechen. Nur wirklich kräftige Schauspieler waren noch in der Lage zu fragen: Wie heißt denn der Film überhaupt? Und was ist denn so ungefähr meine Rolle?